So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign Ghost Mission. So, Dr. Leitner wollte jetzt was von uns, das ist interessant. Wir haben den Kommissar Strasser jetzt auf unserer Seite, das war in der letzten Folge so und meine Vermutung war ja eben, dass der Kommissar Strasser vielleicht doch der Mörder sein kann, aber... wir haben auch eine Privatnachricht in der Richtung bekommen. Daraufhin hatte ich ja gedacht, komischerweise, nachdem wir Strasser in unserer Gruppe hatten, hatten wir diese Nachricht bekommen. Deswegen kam ich ja erst darauf, dass Strasser sein könnte, weil neu in der Gruppe hat er jetzt unsere Telefonnummern alle. Hätte aber wahrscheinlich schon vorher auch gehabt. Oder hat er ja gehabt. Wieso hätte er die nicht vorher machen können? Er hat uns ja schon permanent kontaktiert und so, jetzt werden sie hier aufs Präsidium beordert und hast nicht gesehen. Das hat er uns ja alles im Laufe des Spiels geschrieben. Hätte er auch vorher machen können. Die Vermutung ist, liegt jetzt nah, dass wir den Täter einfach gefährlich nah dran sind. Deswegen fängt er an, uns zu bedrohen und Leute von uns zu entführen. So, los geht's, wir sind bei Dr. Leitner. Hallo, Tomji. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Es geht um Chiara. Ah, die im Keller jetzt bei Ihnen ist jetzt, ja? Ja, ah, die. Sarinas Tod hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Im Nachhinein bereue ich ihr zutiefst, wie eiskalt ich sie damals abserviert habe. Vielleicht habe ich aber sogar einen Teil dazu beigetragen. Dass sie ihr Hals über Kopf in die nächste Beziehung stürzte. Und was hat das mit Chiara zu tun? Machen Sie sich bitte keine Vorwürfe, Dr. Leitner. Da könnten Sie recht haben. Ich möchte den gleichen Fehler nicht noch ein zweites Mal begehen. Mir ist deshalb wichtig, dass Chiara und ich im Guten auseinandergehen. Ich habe sie vorhin versucht anzurufen, um mich mit ihnen auszusprechen. Doch dann ist ja etwas Seltsames geschehen. Ja, sie wurde entführt. Das ist schon seltsam, oder? Als sie abhob, hörte ich nur einen Rauschen und schnelles Atmen. Es mag sich verrückt anhören, aber sie klang nicht richtig panisch. Danach brach das Gespräch ab. Ich habe sofort versucht zurückzurufen, aber das sprang direkt die Mailbox an. Ich habe die Befürchtung, dass etwas nicht stimmt. Mein Gott, jetzt habe ich einen Frog im Hals. Und hier noch Anzeichen davor. Schauen Sie selbst. Okay. Ich verstehe das nicht. Nee, warte. Ich verstehe das nicht. Chiara, was war da eben los am Telefon? Bitte melde dich, ich mache mir große Sorgen. Wenn du mir nicht antwortest, werde ich einschalten, Polizei. Nein, mir geht es gut. Will keinen Kontakt mehr, liebe Grüße, Chiara. Okay. Was genau meinen Sie? Sie drohen mit der Polizei? Ihre Sorgen sind absolut unbegründet. Ich wollte Chiara dazu bewegen, mir zu antworten. Doch das ist im Moment unwichtig. Noch nie, nicht einmal beim größten Streit, hatte Chiara eine Floskel wie Liebe Gruß benutzt. Allgemein ist das nicht ihre Ausdrucksweise. Da bin ich mir sicher, irgendetwas ist hier faul. Und sie wissen wirklich von nichts, Tomji. Nein, Chiara geht es sicher gut. Sie verrennen sich da in etwas. Okay, Sie haben recht. Die Wahrheit ist, zuerst war erfahren, Kari hat etwas zugestoßen. Genau, das machen wir aber. Warum lügen? Vielleicht ist er das sogar. Sarinas Mörder hat sie in seiner Gewalt. Warum lügen? Ne, vielleicht, oder er weiß ja irgendwas. Ne? Vielleicht ein Nichtgönner, ein Neider. Oh, großer Gott! Und das sagen Sie mir jetzt erst. Ja, was geht Sie das an? Ist Polizei informiert. Wissen Sie, wer dahinter steckt? Und was ist überhaupt passiert? Wir wissen selbst noch nichts Genaues. Die Polizei ermittelt bereits. Dazu darf ich Ihnen ermittlungstechnisch gründlich nichts sagen. Wir wissen nicht, wer Sarinas Mörder ist. Aber die Polizei meint, wir sind ihm zu nahe gekommen. Das klingt überhaupt nicht gut.
Ich darf Kiaran nicht auch noch verlieren. Sollten Sie etwas Neues erfahren? Oder wenn ich irgendetwas tun kann? Geben Sie mir bitte ungern Bescheid, Domji. Es ist schon merkwürdig, oder? Ich finde das alles sehr merkwürdig mit den, Dr. Leitner. Er ist mir sehr suspekt. Aber andersrum, es kann jeder sein. Es kann absolut jeder sein. Sogar ich könnte das sein. Ja, genau. So, mir ist gerade etwas äußerst Merkwürdiges passiert. Bevor ich es der Gruppe erzähle, wollte ich erst deine Meinung dazu hören. Ich habe gerade mit Helmut telefoniert. Plötzlich hörte ich ein seltsames Geräusch aus meinem Arbeitszimmer. Aus meinem Arbeitszimmer? Es war meine alte Ghostbox. Sie ist von selbst angesprungen. Deine was? Ghostbox? Kann man damit Geister fahren? Das ist gut. Das machen wir. Nein, sowas gibt es nur bei Ghostbusters möglich. Es ist ein sehr spezielles Radio. Im Internet findet man die heutzutage wie Sand am Meer. Alles reine Abzocke. Die sind nicht zu gebrauchen. Meine Ghostbox hat mich damals ein halbes Vermögen gekostet. Aber um es dir kurz zu erzählen. Die Ghostbox ist ein Gerät, das es ermöglicht, die Stimmen von Geisterwesen hörbar zu machen. Innerhalb von Millisekunden durchläuft sie verschiedene Radiosequenzen. Frequenzen. Durch die dadurch gebildeten Geräusche ist es ein Geisterwesen möglich, mit uns zu kommunizieren. Aber schau selbst, was ich aufgenommen habe. Okay, spooky, spooky. Wookie, wookie. Mhm. Ich schwöre die Hand im Hintergrund. Warte, mach noch mal ganz kurz. Das ist gruselig. Irgendein Geisterwesen scheint den Kontakt zu mir zu suchen. Hast du diesen blutigen Handabdruck am Fenster gesehen? Die gleichen Handabdrücke waren auch auf den Aufnahmen von Ruby zu sehen, die ihr mir geschickt habt. Ja, genau, die hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich hierbei um Serena handelt. Ja. Toll! Was sagt sie? Was erzählt die so, die Gute? Hat sie das Morden satt? Oder ist sie das Morden satt? Nee, nach mehreren Versuchen mit ihr zu sprechen, konnte ich tatsächlich etwas Interessantes aufnehmen. Das Problem ist nur, die Aufnahme ist extrem verzerrt. Wo ist der Prof eigentlich? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich verstehe leider nicht, was sie uns mitteilen möchte. Okay, Attention. Irgendwas mit Körper bevor es zu spät ist. Mhm. Ich habe gehofft, du würdest vielleicht etwas raushören. Sorry, aber ich muss ihn da enttäuschen. Da kann man wirklich nicht viel reininterpretieren. Da erwartest du viel mehr von... Ja. Nee. Aber wir können das Wolf schicken. Der kann bestimmt diese Geräuschaufnahmen rausfiltern. Ja, irgendwas ist zu spät. Das habe ich befürchtet. Ich habe einen guten Freund, der Audiodesign studiert hat. Ich habe ihm die Aufnahmen zugeschickt. Er versucht, die Stimme herauszuheben. Vielleicht haben wir Glück. Ich habe das Gefühl, Serena möchte uns etwas Wichtiges mitteilen. Ja, es ist, ihr. Oh, das ist Ruby. Ruby. Aha. Er war eben hier. Oh Gott, ich habe ihn gesehen. Wirklich? Wer war's denn?
Kanntest du ihn, Kira? Nein, keine Ahnung. Er trug eine Maske. Ja, das tat er, wie sie es immer tun. Wie es Dr. Tiefenbrunner getan hat oder Annalena getan hat, forever. Ja, ja. Könnte jeder gewesen sein. Wie immer, es kann immer jeder gewesen sein. Kira, ist dir irgendetwas von ihnen aufgefallen? Beschreibe bitte bis ins kleinste Detail, was du gesehen hast. Was war das für eine Maske? Das ist ziemlich, ja. Was trug er für Kleidung? Hat er das gesagt, was trug er für Kleidung? Das ist interessant. Ich glaube, mein Hund kann man schnarchen hören. Er trug eine lange schwarze Kutte, die ging bis auf den Boden. Lange Kutte, schwarz? Jonathan. Ich kann leider absolut gar nichts sagen, weil der Raum auch so dunkel war. Er hat das Licht ausgeschaltet, bevor er zu mir kam. Es war so angsteinflößend. Und dann diese Maske mit den vielen Narben, den schwarzen Augen. Ich bekomme das nicht mehr aus dem Kopf. Aber hört euch das mal an. Ich konnte seine Stimme aufnehmen, kurz nachdem das Licht ausging. Okay. Forever? Bist du das? Gute Arbeit, Kira. Ich werde versuchen, seine echte Stimme zu extrahieren. Wie kann er es wagen zu sagen, Kira wäre uns egal? Wir werden alles tun, um dich zu befreien. Scheiße, selbst wenn ich dabei draufgehe. Niemand geht mir drauf. Kira, halt durch, wir holen dich da raus. Dein Entführer unterschätzt uns. Ich mach mal einen Schluck Kaffee. Kaffee-Crema. Jakobskaffee. Schick mir mal ein Paket. Ich habe solche Angst, dass er zurückkommt. Was ist denn das jetzt? Oh Gott, was passiert hier gerade? Man hört die Kirchenglocken bei uns. Sie kommen aus allen Rohren. Oder ist es im Spiel? Nein, das glaube ich nicht. Der ganze Raum füllt sich mit Spinnen. Bitte hilf mir! Ja, das ist ekelhaft, ne? Also da würde ich, da würde ich sterben. Wenn so viele Winkelspinnen. Nein, sie krabbeln über meinen ganzen. Sie sind auf meinem Arm. Dir zeigt das, du sagst noch nicht, bist du irre? Ich sehe ja gar keine Spinne. Wo sieht ihr denn Spinnen? Hier, Kira? Da sind keine Spinnen. Kira, du darfst jetzt nicht in Panik verfallen. Das bildest du dir ein. Nein, sie sind an meinen Armen hochgekrabbelt. Ich spüre sie jetzt auf mein Gesicht. Es werden immer mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Ach, Kinders. Ja, süß, oder? Haben die sich so einen kleinen Gag einfallen lassen, ne? Ja. Das haben die gut gemacht. Kira, hören Sie mir jetzt bitte gut zu. Nein, hör mir jetzt gut zu. Dein Verstand spielt dir einen Streich. Schließ deine Augen und denke an irgendwas anderes. Ich versuche es. Es klappt. Jetzt fliegen Schmetterlinge durch den Raum. Sie sind weg. Krieg aber kaum noch Luft. Ich habe Angst, ohnmächtig zu werden. Macht nichts. Wenn du aufwachst, ist alles vorbei. Ich schaff das allein nicht mehr. Wir holen dich da raus, Kira.
So, Tessa ist die nächste. Kinderchen, das war's für heute. Die Ghostbox, interessant. Wer wird rausfinden, was da wohl gesagt worden ist? Mich interessiert das brennend und ich hoffe euch auch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal und tschüss.